Hallo und willkommen. Beim Thema Datenbanken stößt man immer wieder auf die Datenbanksprache SQL. Diese ist nämlich die bekannteste Sprache für relationale Datenbanken und ist jedem, der mit Datenbanken zu tun hat, ein Begriff. Wofür der Begriff SQL steht und was es Wissenswertes dazu gibt, darüber plaudern wir bei einem Kaffee in der Bäckerei. Lasst uns rübergehen. Wenn wir uns den Lebenszyklus einer Datenbank ansehen, so beginnt dieser zunächst mit Phasen, in denen Anforderungen erhoben werden, ein Konzept erstellt wird, also zum Beispiel ein UML-Diagramm gezeichnet wird, und dieses Konzept dann im logischen Entwurf, zum Beispiel in ein Relationenmodell, überführt wird. Hier legen wir schon fest, wie die Daten in der Datenbank strukturiert sind. In den nachfolgenden Phasen, dem physischen Entwurf, der darauffolgenden tatsächlichen Implementierung der Datenbank und auch beim Testen und im Betrieb, arbeiten wir dann mit einer geeigneten Datenbanksprache. Mit einer solchen Sprache können wir Tabellen anlegen und ändern, sowie mit Daten arbeiten, indem wir diese einfügen, verändern, löschen oder das, was wir am häufigsten tun, Daten abfragen. Die bedeutendste und bekannteste dieser Datenbanksprachen ist SQL, die Structured Query Language. SQL ist eine standardisierte Sprache, unterliegt also bestimmten Normen. Und alle gängigen relationalen Datenbanksysteme unterstützen SQL. Die Syntax ist relativ einfach aufgebaut und an die englische Umgangssprache angelehnt. Welche Konzepte umfasst SQL nun? Und welche Funktionen und Möglichkeiten bietet uns SQL an? SQL basiert auf der relationalen Algebra. Wenn wir die Konzepte von SQL nun mit den Konzepten des Relationenmodells gegenüberstellen, entspricht eine Tabelle in SQL einer Relation, eine Spalte in SQL einem Attribut und eine Zeile einem Tupel. Und eine SQL-Abfrage entspricht einem Ausdruck der relationalen Algebra. SQL-Tabellen dürfen jedoch im Gegensatz zur Relation im Relationenmodell doppelte Datenbankeinträge, also Zeilen, enthalten. Ist das nicht gewollt, so kann man das beim Anlegen der Tabelle jedoch entsprechend über sogenannte Integritätsbedingungen einschränken. Dazu aber später. SQL ist übrigens eine deklarative Sprache. Das bedeutet, dass ein SQL-Befehl sagt, was passieren soll, aber nicht, wie etwas passieren soll. Genau dadurch unterscheidet sich SQL auch von gängigen prozeduralen Sprachen wie Java oder Python, wo man Anweisung für Anweisung genau beschreibt, wie etwas passieren soll. Die Sprache SQL umfasst grob 5 Befehlskategorien, mit welchen man bestimmte Aktivitäten auf einer relationalen Datenbank durchführen kann. Da gibt es die Datendefinitionssprache, kurz DDL, die Datenmanipulationssprache, DML, die Datenabfragesprache mit der Abkürzung DQL, wie auch die Transaktionskontrollsprache, TCL, und noch die Datenkontrollsprache, abgekürzt mit DCL. Schauen wir uns kurz an, was diese Befehlskategorien unterscheidet, bevor wir uns später noch konkrete Beispiele ansehen. Beginnen wir mit der Datendefinitionssprache, kurz DDL, das steht für Data Definition Language. Dieser Teil der Sprache dient zur Strukturierung von Datenbanken und deren Tabellen. Die Datenmanipulationssprache, kurz DML, für Data Manipulation Language, dient zur Erstellung, Löschung und Bearbeitung von Daten. Um Daten aus der Datenbank abzufragen, verwendet man Elemente aus der Datenabfragesprache. Die Abkürzung DQL steht hierbei für Data Query Language. Dann gibt es noch die Transaktionskontrollsprache, kurz TCL für Transaction Control Language. Mit dieser kann die Konsistenz und die Integrität der Datenbank sichergestellt werden. Und die Datenkontrollsprache, abgekürzt mit DCL für Data Control Language, ermöglicht schließlich die Definition von Datenbankbenutzern mit bestimmten Lese- und Schreibrechten. Die Befehle bei SQL beinhalten reservierte Wörter, sogenannte Schlüsselworte. Diese dienen zur Formulierung des Befehls. Ein paar davon sehen wir uns jetzt für diese Kategorien an. Die Datendefinitionssprache DDL beinhaltet, wie gesagt, Befehle zum Erzeugen und Verändern von Datenbankobjekten. Wichtige DDL-Befehle sind beispielsweise createTable, um eine Datenbanktabelle zu erstellen, alterTable, um eine Tabelle zu verändern, oder DropTable, um eine Tabelle zu löschen. Aber was bedeutet das nun in der Praxis? Sehen wir uns das an einem einfachen Beispiel an. Wie schaut der DDL-Befehl aus, um die Tabelle Mitarbeiter dieses Relationenschemas in SQL zu definieren? Nun,
Zuerst muss die Tabelle mit allen Attributen, also den Spalten, definiert werden. Mit CreateTableMitarbeiter legen wir eine neue Tabelle Mitarbeiter an. Diese soll mehrere Spalten besitzen, nämlich Mitarbeiternummer, Bruttogehalt und Tätigkeit. Die Datentypen hinter den Spaltennamen definieren die Wertebereiche, die für die später eingefügten Daten erlaubt sein sollen. So ist für die Mitarbeiternummer ein Integer, also eine Ganzzahl, erlaubt. BG muss ein Double, also eine Kommazahl sein. Und für die Tätigkeit ist eine Zeichenkette von maximal 255 Zeichen Länge erlaubt. Bei der Definition von Tabellen können mit entsprechenden SQL-Befehlen auch Integritätsbedingungen, also Regeln, definiert werden, die sicherstellen, dass die verwalteten Daten konsistent bleiben. Beispielsweise ist die Mitarbeiternummer der Primärschlüssel dieser Tabelle. Wird beim Einfügen von Daten gegen Datentypen oder definierte Integritätsbedingungen verstoßen, meldet die Datenbank einen Fehler zurück. Der Datensatz kann dann nicht gespeichert werden. Ist eine Tabelle angelegt, lassen sich mit Hilfe der Datenmanipulationssprache DML die Daten innerhalb der Tabellen verändern. Und zwar, indem diese mit dem Schlüsselwort Insert eingefügt, mit Update geändert oder mit Delete gelöscht werden. Mit Hilfe der DML von SQL können wir also Datensätze in unsere eben angelegte Tabelle Mitarbeiter einfügen. Wie hier die Mitarbeiterin mit der ID Nummer 2. Dabei ist es wichtig, die Daten genau in der Reihenfolge anzugeben, in der sie in der Tabelle definiert wurden, damit die Werte auch in die richtigen Spalten eingefügt werden. Nun, bisher haben wir eine Tabelle angelegt und Daten darin eingefügt. Doch eine Datenbank kann oft eine riesige Fülle an Daten umfassen. Wie kommen wir jetzt bei Bedarf wieder an diese Daten? Die Datenabfragesprache mit der Abkürzung DQL ist genau die Komponente von SQL, die wir zum gezielten Abfragen der Daten verwenden. Dazu nutzen wir wieder gewisse Schlüsselwörter wie Select, From und Where, um anzugeben, welche Daten wir von wo mit welchen Zusatzbedingungen erhalten möchten. In unserem Beispiel wollen wir alle Datensätze aus der Tabelle Mitarbeiter erhalten, bei denen das Bruttogehalt 2450 Euro beträgt. Das formulieren wir mit der Abfrage Select Stern from Mitarbeiter, where BG ist gleich 2450. Als Ergebnis dieser Abfrage werden alle Datensätze angezeigt, die dieser Bedingung entsprechen. Da bis jetzt nur eine einzelne Person in der Tabelle Mitarbeiter eingetragen wurde und diese dieses Bruttogehalt besitzt, bekommen wir auch noch diese Zeile als Ergebnis. Natürlich sind Abfragen nicht immer so einfach. Je nach Struktur der Datenbank im Hintergrund kann das Abfragen von Daten eine große Herausforderung sein. Zu den Befehlen der Transaktionskontrollsprache, kurz TCL, gehören Commit und Rollback. Mit Commit lassen sich vorangegangene DDL- oder DML-Befehle bestätigen und Daten damit dauerhaft speichern. Mit Rollback lassen sich noch nicht bestätigte Befehle wieder rückgängig machen. Die TCL ist insbesondere wichtig, wenn mehrere BenutzerInnen gleichzeitig an denselben Daten arbeiten und die Datenbank in einem korrekten Zustand bleiben soll. Änderungen werden nicht sofort übernommen, sondern erst bei Bestätigung. Mit der fünften SQL-Befehlskategorie der Datenkontrollsprache, abgekürzt DCL, lassen sich DatenbankbenutzerInnen anlegen und für diese Lese- und Schreibrechte auf Daten innerhalb der Datenbank regeln. Dadurch lassen sich verschiedene Rechte auf die einzelnen NutzerInnen verteilen. Dies geschieht mit den Befehlen Grant zum Gewähren und Revoke zum Widerrufen. Das kann vor allem für große Datenbanken von Nutzen sein, auf die eine Menge an unterschiedlichen Personen Zugriff hat. Es wäre nicht gut, wenn jede dieser Personen zum Beispiel alle Daten löschen könnte. Dies sollte einigen wenigen AdministratorInnen vorbehalten bleiben. Ich habe vorhin erwähnt, dass SQL eine standardisierte Datenbanksprache ist. Aber was bedeutet das? SQL ist ein Standard für relationale Datenbanken. Das bedeutet auch, dass es von verschiedenen Datenbankmanagementsystemen verwendet wird. Bekannte Vertreter, die euch vielleicht im Laufe der Zeit begegnen werden, sind PostgreSQL, MySQL oder SQLite, um nur ein paar zu nennen. Aber was ist die Bedeutung und der Vorteil einer Standardisierung? Ziel einer Standardisierung ist es, Anwendungsprogramme so erstellen zu können, dass sie vom konkret verwendeten Datenbanksystem unabhängig sind. Das bedeutet, dass es egal ist, ob PostgreSQL oder irgendein anderes Datenbankmanagementsystem verwendet wird. Die wichtigsten SQL-Befehle funktionieren auf allen relationalen Datenbankmanagementsystemen im Großen und Ganzen gleich.
Aber wie kann eine relationale Datenbank nun in der Praxis genutzt werden? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Anwendungen zur Administration und manuellen Abfrage einer Datenbank, wie BHBMyAdmin oder BGAdmin. Ebenso wie Anwendungen, die Datenbankschnittstellen nutzen, wie ODBC oder JDBC. Und ebenso Online-SQL-Editoren, wie SQL-Fiddle oder SQL-Squirrel. Das war's für den Moment, mit einer kurzen Einführung in SQL. Dieses Video behandelte lediglich einen Überblick über die Befehlskategorien von SQL. Viele spannende Details, wie beispielsweise zu den einzelnen Befehlen und ihrer Anwendung, gibt es noch in weiteren Videos dieser Reihe zu entdecken. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Bis bald!